bin Nandini Mitra, Moderatorin und Marabu Fashion Do-It-Yourself-Expertin. Meine große Leidenschaft ist es, schöne Kleider selber zu nähen. Bevor ich beim Fernsehen gelandet bin, habe ich das Schneiderhandwerk bei der renommierten deutschen Designerin Jill Sander erlernt. Und ich liebe Farben. Ob knallig bunt mit dem Fashion Spray oder elegant funkelnd mit dem Fashion Shimmer. Ob Kleidungsstücke oder Home Deko, mit dem Marabu I Love Fashion Sortiment wird im Handumdrehen alles zu einem Unikat. Und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Home-Dekorationen selber machen bringt mir nicht nur wahnsinnig viel Spaß, ich kann meiner Fantasie freien Lauf lassen und vor allen Dingen echte Unikate schaffen. Und genau das machen wir heute. Ich zeige euch, wie das geht. Schritt für Schritt Schablonen selber gestalten und dann auch noch ein Kissen selber nähen. Gibt's denn sowas? Marabu hat tolle Schablonen, aber natürlich kannst du dir auch eine Schablone selber basteln. Ich habe mir hier eine I Love New York Schablone gebastelt und die einfach ausgeschnitten. Das kannst du natürlich auch mit dem Namen deiner Lieblingsstadt machen, Berlin oder Gießen, je nachdem, gar kein Problem. Ein Kissen in dunkel und ein Kissen in hell. 40 x 40 cm, das sind die Maße von meinem Kissen heute und dafür brauchst du 42 cm Breite und ein Stück Stoff mit 82 cm Länge. Die Freiheitsstatue bei Nacht, das ist eine Schablone, die ich mir gebastelt habe. Wie man sieht, schon oft benutzt, aber sie funktioniert auch einfach super. Einfach in der Mitte vom Kissen platzieren und entweder festtapen oder einfach drauflegen, je nachdem. Bevor du den Marabu Fashion Shimmer benutzt, ordentlich schütteln, bis du die Kugel hörst. Einmal Probespritzen auf einen Probierlappen und dann kann es schon losgehen. Das war der erste Schritt. Nun schön trocknen lassen und dann geht's weiter. Und jetzt trocknen lassen. Das gleiche geht natürlich auch mit hellen Stoffen und dann sieht der Marabu Fashion Shimmer auch ganz großartig aus. Wichtig ist, dass du nicht auf der Farbe bügelst, sondern den Stoff von links bügelst oder aber ein Tuch zum Schutz zwischen deinem Bügeleisen und die Farbe gibst. Die kurze Seite des Kissens mit einem Zentimeter umbügeln. Und jetzt können wir den Reißverschluss einnehmen. Die Seitenkanten von dem Kissen schließt du noch nicht, sonst können wir nicht so schön den Reißverschluss einnähen. Folgendes, hier hast du ja dein Bild und jetzt nähst du 1 cm von der Kante abgesehen, hier 2 cm zusammen und das machst du auf beiden Seiten. Hier anfangen, 1 cm von der Kante, 2 cm zusammennähen und dann setzen wir den Reißverschluss ein. Und hier kommt jetzt der Reißverschluss zwischen. Jetzt können wir die Seitennähte schließen. Einmal auf links krempeln und einem Zentimeter verstürzen. Und das sind die beiden fertigen Kissen New York bei Tag und New York bei Nacht.